Die S-Bahn-Linie 75 ist nach der S47 die zweitkürzeste S-Bahn-Linie in Berlin. Mit 22 Minuten Fahrzeit von der Warschauer Straße bis Wartenberg bindet sie dabei im Wesentlichen das Großwohnviertel Hohenschönhausen im Nordosten der Stadt an. Da hier die Haltepunkte entlang der Strecke seit einigen Jahren bzw. Jahrzehnten nicht mehr saniert wurden, gibt es hier noch etwas DDR-Charme an den Stationen. Inklusive der Endpunkte besitzt die S75 9 Stationen auf der gesamten Strecke. Auf dem Liniennetzplan besitzt die S75 außerdem dieselbe Linienfarbe wie die S7 und wird somit als Art Zweigstrecke der S7 betrachtet. Deshalb besitzen beide Linien, welche im 10-Minuten-Takt unterwegs sind, zwischen Warschauer Straße und Springpfuhl, wo sich die beiden Linienäste trennen, einen übereinanderliegenden 5-Minuten-Takt. Aktuell wird die S75 von 4 Wagenzügen der Baureihe 481 bedient. Doch springen wir nun zur Warschauer Straße, wo wir uns die Strecke der S75 dann genauer anschauen wollen. Die Warschauer Straße liegt eine Station mit der S-Bahn östlich des Ostbahnhofes von Berlin. Sie ist ein wichtiger Umsteigeknotenpunkt, da hier Umsteigemöglichkeit zwischen 3 verschiedenen Nahverkehrsträgern besteht. Außerdem endet hier natürlich die S75 und die S9 trifft vom Treptower Park aus kommend auf die Stadtbahn. Knapp 100 Meter Fußweg von der S-Bahn-Station entfernt liegt die U-Bahn-Station Warschauer Straße, wo die Linien U1 und U3 enden. Die U-Bahn-Linie 1 verkehrt von hier aus in Richtung Uhlandstraße und die U3 zur Krummen Lanke. Direkt neben der U-Bahn-Station liegt die Haltestelle der Straßenbahnlinie M10. Diese verkehrt von hier aus zum Hauptbahnhof von Berlin. Direkt daneben ragt außerdem der neue Amazon Tower, welcher sich aktuell noch im Bau befindet, in die Höhe. Mit 140 Metern Höhe wird er zur Fertigstellung das höchste Haus der Stadt sein. Der S-Bahnhof Warschauer Straße in seinem aktuellen Zustand ist noch recht jung, denn er wurde gerade einmal vor 1,5 Jahren in dieser Form fertiggestellt. Er hat dabei ein neues Empfangsgebäude mit einer Länge von 35 Metern und Breite von 28 Metern sowie einer Höhe von 8 Metern erhalten. Besonders markant ist die Glasfront auf beiden Seiten des Bahnhofsgebäudes. Begonnen haben die Bauarbeiten 2015. Während der Bauarbeiten wurde das Projekt allerdings nochmal umgeplant in die aktuell entstandene Dimension. Im Innenraum finden nun zahlreiche Geschäfte und Gastronomieeinrichtungen Platz und es gibt einen direkteren Zugang von der U-Bahn. Für die S-Bahn-Züge stehen an der Warschauer Straße insgesamt 4 Bahnsteiggleise zur Verfügung an 2 Mittelbahnsteigen. Die S75 nutzt dabei Gleis 2 und 3. An Gleis 2 enden dabei die Züge der S75 und an Gleis 3 startet dann jetzt auch unser Zug, den wir in Richtung Wartenberg nehmen. Bis zum Ostkreuz, einem weiteren größeren Umsteigepunkt, sind es nun 1,2 Kilometer Strecke. Das Ostkreuz ist eines der wichtigsten Umsteigeknotenpunkte der Stadt, da hier die Stadtbahn und die Ringbahn sowie viele Regionalzugverbindungen aufeinandertreffen. Das Ostkreuz ist ein sogenannter Turmbahnhof, somit befinden sich hier Gleise auf 2 Ebenen. In der oberen Ebene befindet sich eine Art großer Glaskasten, welcher 2 Gleise für die S-Bahnlinien der Ringbahn und die S8 und S85 beherbergt.
Daneben liegen noch zwei weitere Bahnsteiggleise, nicht mehr in der Glashalle, welche für Regionalzüge gedacht sind. Dort hält unter anderem die RB24 und die RB32, beide sind in Richtung des Flughafens BER unterwegs. In der unteren Ebene gibt es insgesamt 8 Bahnsteiggleise, wovon 4 für den Regionalverkehr und 4 für den S-Bahnverkehr freigehalten sind. Im Regionalverkehr starten auf den Gleisen 7 und 8 2 dieselbetriebene Regionalzuglinien, zum einen die RB25 nach Werneuchen und die RB26 nach Küstrin. An den anderen beiden Regionalverkehrsgleisen fahren Züge, die auf der Stadtbahn unterwegs sind, wie zum Beispiel der RE1 und RE2. Doch verlassen wir nun das Ostkreuz und machen uns auf den Weg zur nächsten S-Bahn-Station. Wir erreichen nun den Nöldner Platz. Neben der S75 halten hier auch die S-Bahn-Linien 5 und 7. Im Gegensatz zu den anderen Stationen entlang der S75 besitzt der Nöldner Platz noch etwas historischen Charme. So gibt es hier auch noch das historische Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig. Das Dach besteht aus Holz und ist ebenfalls mit historisch anmutenden Säulen gestützt. Der namensgebende Nöldner Platz selbst ist ein mit einer Grünfläche, aber auch mit Pflasterstein gestalteter Platz, welcher auch Sitzgelegenheiten bietet. Dieser liegt südlich der S-Bahn-Station und ist umringt von einigen Wohngebäuden. Mehr gibt es hier gar nicht zu sehen, weshalb wir uns direkt auf den Weg zum nächsten Bahnhof machen. Wir erreichen nun den Bahnhof Berlin-Lichtenberg, welcher wieder Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr, aber auch zur U-Bahn bietet. Hier verkehrt nämlich die U-Bahn-Linie 5, welche den Hauptbahnhof über den Alexanderplatz mit Hönow verbindet. Da Lichtenberg ein größerer Bahnhof ist, gibt es hier auch ein großzügiges Empfangsgebäude, welches auch einige Geschäfte beherbergt. Für den Regionalverkehr gibt es hier insgesamt 6 Bahnsteiggleise. Die meisten Linien, die hier verkehren, verkehren auch am Ostkreuz, so unter anderem die RB12, RB25 und RB32. Fernverkehr gibt es in Berlin-Lichtenberg aktuell nicht. Wir kehren nun zurück auf den S-Bahn-Bahnsteig und machen uns auf den Weg zur Ostkreuz. Nach knapp 2 Minuten Fahrzeit erreichen wir den S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost. Dies ist nun unser letzter gemeinsamer Halt mit der S5. Diese trennt sich nach dem S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost von unserem Fahrtverlauf. Die S-Bahn-Station besitzt mehrere Zu- bzw. Ausgänge. Am Hauptausgang befindet sich ein größeres Gebäude, welches auch einige Geschäfte beherbergt. Direkt daneben liegt eine Bushaltestelle mit 3 Bussteigen. Davor liegt ein etwas größerer Platz. Es besteht hier auch Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn. So verkehren hier gleich 3 Linien, nämlich die M17, die Linie 27 und die 37. So gibt es hier auch mit der Straßenbahn Anschlüsse in verschiedene Himmelsrichtungen.
Zwischen dem S-Bahnhof Lichtenberg und Friedrichsfelde Ost liegt außerdem noch das S-Bahn-Betriebswerk Friedrichsfelde. Das Betriebswerk ist nicht super groß. Es beherbergt im Wesentlichen eine Triebfahrzeughalle mit einer Länge von 160 Metern und zahlreiche Abstellplätze im Freien. Wir machen uns nun auf den Weg zum S-Bahnhof Springpfuhl. Damit fahren wir dann nun auch in den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ein. Springpfuhl. Übergang zur S-Bahn-Linie. Der S-Bahnhof Springpfuhl besitzt einen relativ langen Bahnsteig mit einer Überdachung, welche eigentlich mittlerweile bereits abgerissen werden sollte, wegen Einsturzgefahr. Allerdings steht das Dach aktuell immer noch. Grund dafür ist, dass im Bahnhofsdach Asbest gefunden wurde. Deshalb verzögern sich die Bauarbeiten hier bis 2025. Auch in Springpfuhl gibt es wieder Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn. Diesmal zu den Straßenbahnlinien M8, welche den Hauptbahnhof mit Ahrensfelde Stadtgrenze verbindet, und zur Linie 18, welche die Haltestelle Landsberger Allee Petersburger Straße mit Hellersdorf Riesaer Straße verbindet. Neben der S-Bahn-Station stehen außerdem drei sehr auffällige hohe Wohngebäude. Allesamt sind 76 Meter hoch und wurden 1985 gebaut. Sie liegen dabei auf Platz 30 der höchsten Gebäude in ganz Berlin. Mit der S-Bahn-Station Springpfuhl trennen wir uns nun auch von der S-Bahn-Linie 7, welche weiter in Richtung Marzahn und Ahrensfelde verkehrt, und wir fahren nun zur Gehrenseestraße. Die S-Bahn-Station Gehrenseestraße ist die am schwächsten frequentierte Station entlang der S75. Dies liegt vor allem daran, da sich in der Nähe der S-Bahn-Station vorwiegend Einfamilienhäuser und ein Gewerbegebiet befinden. Die Besiedlung und Bebauung ist hier also nicht so dicht wie an anderen Stellen entlang der Strecke. Knapp 10 Minuten von der S-Bahn-Station entfernt liegen hier allerdings die Falkenberger Krugwiesen, ein Naherholungs- und Landschaftsschutzgebiet. Da die Strecke nach Wartenberg hier zu DDR-Zeiten erbaut wurde, hat die Station Gehrenseestraße sowie weitere Stationen in Richtung Norden auch noch einen gewissen Charme aus DDR-Zeiten. Am deutlichsten wird dies allerdings an dieser Station mit dem typischen Wellblechdach und den markanten Laternen an der Station. Ob man dies nun als optisch schön empfindet, kann jeder für sich selbst entscheiden. Eröffnet wurde die Station sowie die Station Hohenschönhausen und Wartenberg im Dezember 1984. Wir machen uns nun also auf den Weg nach Hohenschönhausen. In Hohenschönhausen besteht wieder Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn, diesmal allerdings zu den Linien M4 und M17. Beide haben ihren Endpunkt in Falkenberg und die M4 verkehrt zum Hackeschen Markt und die M17 zum S-Bahnhof Adlershof. Direkt neben der S-Bahn-Station finden sich auch noch zwei Gleise für den Regionalverkehr, wobei diese hier Außenbahnsteige besitzen. Es verkehren hier die RB12 und die RB32. In der Umgebung befinden sich dann noch zahlreiche Plattenbauten und somit ist die Gegend hier recht dicht besiedelt.
Hohenschönhausen besitzt heutzutage ca. 105.000 Einwohner. Wir machen uns nun auf den Weg zu unserem Endpunkt in Wartenberg. Nächste Station, Wartenberg. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg links. Wartenberg erreichen wir dann nach 850 Metern. Hier endet aktuell die S-Bahn-Strecke an einem Mittelbahnsteig. Dahinter gehen die Gleisanlagen nicht mehr weiter. Um die Station barrierefrei zu erreichen, gibt es hier zum Bahnsteig hin eine Rampe, aber natürlich ist der Zugang auch per fester Treppe gewährleistet. Am Ausgang der Station befindet sich ein kleiner Platz und ringsherum befinden sich noch einige Geschäfte und Imbisse. Ansonsten stehen hier in der Umgebung zahlreiche mittlerweile sanierte Plattenbauten. Die S-Bahn-Strecke soll von hier aus vielleicht einmal in Richtung des Karower Kreuz, wo sie dann auf weitere S-Bahn-Strecken treffen würde, verlängert werden. Allerdings sind die Planungen dazu noch in einem recht frühen Stadium. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.